Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Attack of the B-Team Together. Mit dabei wieder nur der Stefan und die liebe Lisa. Die grenzt man jetzt aus. Hallo, das ist voll gemein. Du wolltest nicht anfangen. Ja, weil... deswegen. Aber irgendwas. Keiner von euch ist aufgefallen, dass ich euch als nur bezeichnet habe. Also sind wir einfach nicht so viel wert, oder was? Ja, genau. Das meint er doch nicht so. Nein, ich bin ja ganz lieb. Natürlich. Immer. Ach scheiße, jetzt habe ich Kopper vergessen. Du schmelzt da noch vor dich hin, oder wie? So, was machen die Lieder eigentlich? Gravel sammeln. Ah, stimmt, die muss ja noch was machen. Ja, weil ihr das ja nicht machen wollt. Übrigens, wir haben 91 Gravel in der Truhe. Ernsthaft? Sag das bitte nicht. Oh, nee. Ach. Der Kopper gehört dir, oder hab ich den bestellt versehentlich? Boah, Mann. Der Kopper gehört mir. Gut, nicht, dass ich den versehentlich bestellt hab. Oh nee, ich brauch ja noch... Ja, wir wollten das auch anders machen. Genau, und der liebe Herr... Warum immer lieb? Also du sagst jedes Mal lieb. Hör auf dich zu beschweren. Ja, bist du nicht lieb oder was? Nein. Okay, der asoziale... Herr... Stefan... hat ja letzte Folge ein Thema versprochen, über das er gerne reden wollte. Ja, genau, ein Thema. Dafür muss ich jetzt aber leider erst mein Handy anmachen. Warte, warum man sein Handy auch aus hat, ist die andere Frage, aber... Ja gut, das ist eine andere Frage. Mein Handy ist an, aber ich muss natürlich erstmal googeln. Keine Schleichwerbung, ihr könnt auch Bing benutzen und Yahoo und weiß Gott was. Genau. Ihr könnt es auch YouTuben. Aber das klingt nicht so gut. Sag mal, wer hat gesagt, dass da Clay drin ist? Da ist noch gar kein Clay drin. Du hast Gravel. Okay. Du hast Gravel gefragt. Hab's soweit. Ihr könnt ja lachen und zustimmen. Genau, wir geben eine Bewertung ab, ob es gut war oder nicht. Okay. ich fange mal an. Schlechtester Anmachspruch Nummer 1. Eigentlich wollte ich dich ja anbaggern. Mein Bagger habe ich aber leider vergessen. Einen Löffel habe ich einstecken. Darf ich dich anlöffeln? Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott. Das war noch der erste. Kannst du solche Sprüche weglassen? Muss das sein? Oh Gott. Sind deine Eltern Terroristen? Ja. Du bist scharf wie eine Bombe. Okay. Oh, ich finde den eigentlich gar nicht so schlimm. Okay, weiter. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Küsse glücklich machen. Darf ich dich glücklich machen? Nein. Der war aber nicht so gut. Der war wirklich nicht so gut. Aber so, keine Ahnung. Welchen hatten wir vorhin? Ich bin vom TÜV, darf ich deine Hupen testen? Also das Thema mit die Frauen zum Lachen bringen funktioniert schon mal. So viel ist sicher. Gut. Hier müssen wir auch mal was sagen. Ja, keine Ahnung, ich habe keinen Plan von schlechten Anmachsprüchen. Verrätst du mir deinen Namen oder darf ich dich gleich meins nennen? Oh, der ist kacke, der ist richtig kacke. Okay, hi, ich bin Ken. Willst du meine Barbie sein? Nee, der war auch so schlecht. Oh Mann, der war so schlecht. Davor war ein viel besser. Ja. Okay, Du wirst von Tag zu Tag hübscher. Siehst du dir heute schon aus wie nächste Woche? Okay. Der ist aber nicht schlecht. Hi, lass uns zu mir gehen. Pizza essen und dann will einen hemmungslosen Sex haben. Wie, was, wer, wo, was, wie. Du magst keine Pizza.
Hast du keinen Muskelkater? Nein, warum? Weil du mir die ganze Nacht durch den Kopf gegangen bist. Eieieiei. Oh Gott. Ich glaube, jetzt sollte es abbrechen. Nein, das ist doch voll lustig. Oh, oder hat die Lieder noch irgendwelche? Genau, Berichte aus deinem Leben. Leben. Oh, nee. Er hat Leben gesagt. Der war schlecht. Der war sehr schlecht. Das war so ein Mega-Insider aus meinem Privatleben. Aus der Schulzeit sogar noch. Weißt du, du warst bei der Schule. Ey, warst du Schule, ey? Nein, ich war nicht in der Schule. Ich hab das alles von daheim aus gemacht. Okay. Schule, er geht schon in die Schule. Hocken noch heute alle daheim und schauen YouTube. Oder nicht? Nein. Niemals. Also ich meine, ich habe ja jetzt momentan den Vorteil, dass ich nicht wirklich viel zur Schule muss. Ja, du mit deinen 15 Minuten pro Woche. Also schlimm war es bei mir nicht. Ich war immerhin viermal Mittagsschule. Ich hatte immerhin viermal Mittagsschule. Wobei einmal freiwillig war. Also das darfst du ja auch wieder nicht vergessen. Durch die Volleyball. Ja. Volleyball AG. War schon geil irgendwie. Pulverized Eisenscheiße, was habe ich gemacht? Achso, alles klar. Ich weiß, was ich gemacht habe, ja. Nichts Gutes auf jeden Fall. Ja, nee, eigentlich voll gut. Jei, wie das laggt. So, jetzt brauche ich nur noch einen Redstone Furnace. Okay, genau. Gut zu wissen. Ja, sehr gut eigentlich. Weil danach haben wir nämlich unendlich Energie. Unendlich? Niemals. Oder? Lüg mich nicht an. Ich schwör LAN. LAN, Alter. Nee, ich schwör nur LAN. Nicht LAN, Alter. Wo hab ich denn jetzt den Hammer hin? Weiß ich nicht. Falls irgendjemand noch runter an die Werkzeugetruhe und dran vorbeiläuft, dann bitte den Hammer mitbringen. Und was, wenn nicht? Dann hau ich dich. Alles klar. Dann hau mich mal. So ein böser Mensch. Weiß, danke. Darauf steht er da. Oh, ja. Alles klar, was? Bei dir. Was denn? Eklige Geräusche. Was für das? Ne, gar nicht. Ich meine eigentlich das danach. Oh ja. Yeah. Was denn? Das ist... Nimm bitte das Mikrofon aus deinem Mund. Das ist meine Pornostimme. Nein, hör auf damit. Mann. Oh, genial. Was denn? Du weißt. Willst du es auch? Eine wilde Nacht. Nur wir beide. Soll ich euch zwei jetzt mal alleine lassen? Ich helfe mit dir. Mit mir? Oh ja. Geh mal weg. Wie schreibt man dich? Mit 2 R und 2 P? Hä? What the fuck? Was ist jetzt mit deinem hässlichen R und P? Ich bin gerade am Skulpturieren. Hat funktioniert. Muss ich nur noch dich hinkriegen. Wo ist jetzt die Tür? Hier? In deinem Kopf. Da gibt's keine Türen. Das ist nur grenzenlose Leere. Ah, stimmt, da war ja was. So, jetzt brauch ich noch Silber. Flobi. So. Was willst du? Yay. Hat sogar funktioniert. Ja. Jetzt sind wir ziemlich schnell wieder vom Thema abgekommen. Wir hatten ein Thema? Na, weiß ich nicht. Hatten wir ein Thema? Hatten wir ein Thema? Mehr oder weniger? Ja, was jetzt? Mehr oder weniger? Normal. Wahrscheinlich eh. Oh Gott. Über was haben wir überhaupt geredet? Schlechteste Anmachsprüche. Ah, genau. Ja, warte mal, mach mal weiter.
Ich glaube, das sind deine Standard-Anmachsprüche. Ich mache nicht an. Ich mache aus. Du bist scharf wie eine Bombe. Lass mich dich entschärfen. Nee, das ist nicht so gut. Nee. Den mit dem Schwimmbad kann ich nicht bringen. Wegen den jungen Zuschauern. Ach ja. Sollen Sie kurz ausmachen? Okay, mutet euch mal ganz. Mutet bitte mal das Video ganz kurz. Werden Sie auch zu 100% machen. Ja. Und zwar. Kannst du schwimmen? Und sagt die Frau dann ja, da musst du sie fragen, darf ich dich ins Becken stoßen? Der ist aber echt schlecht. Der ist mega schlecht. Der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Oh ja, der ist gut. Dein linker Oberschenkel ist wie Ostern, dein rechter Oberschenkel ist wie Weihnachten. Darf ich zwischen... Kann ich die Feiertage mal vorbeikommen? Ja, genau. Oh, nee. Weiter schauen. Scheiße. Ich schau die ganze Zeit nur auf Holzblock. Okay. Brauchen wir hier so lange mal weiter? Das ist das Produktivste, was du je gemacht hast. Auf Holzblöcke schauen? Ja, natürlich. Ja. Nein, hab kein Holz mehr. Hab ich jetzt das ganze Holz verbaut? Nie im Leben. Doch. Wow. Wo hab ich denn so viel Holz los? Alles mitgenommen, was wir hatten. Egal. Okay. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Nee. Ich bin nicht so stark wie Arnold Schwarzenegger und auch nicht so hübsch wie Leonardo DiCaprio, aber lecken kann ich wie Lassie. Oh, what the fuck? Der hat wieder eine gute Bewertung gekriegt von mir. Der ist nicht schlecht, ja. Mann, jetzt finde ich keine mehr. So, aber du darfst doch herkommen. Wenn du ganz kurz wartest, kann ich noch schnell alle Blöcke hinbauen und muss nicht nachher nochmal hoch. So, jetzt. Wo soll ich hin? Wo ist hier? Ah, oh, ganz viel Energie. Genau, das ist quasi unser unendliches Energiequelle. Unendliches Energiequelle, genau. Und was zwar ist erstmal unendlich? Hier. Das obere Teil ist der Lava Fabricator, der produziert quasi mit Strom unendlich Lava. Das heißt, wenn du Strom hast, produziert er immer weiter Lava. Diese Lava geht in den Magmatic Dynamo, der mit Lava Strom produziert. Und das heißt, er produziert Strom für den Lava Fabricator. Und das ist ein ewiger Kreislauf. Perpetuum mobile. Genau. Und der Strom fließt dann später in die ganzen Maschinen weiter. Was ist das hier? Pulverizer. Das ist Pulverizer, genau. Ganz einfach. Okay. Gut. Jetzt baue ich noch schnell Treppen. Und dann haben wir eigentlich schon wieder was geschafft für die Folge. Die etwas kürzer sein wird. Wir müssen ja irgendwie die Lücke füllen, die René nicht da ist. Ja. Kurz zum Wochenplan, weil jetzt ist ja schon Mittwoch. Oh. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen diese Woche nur Minecraft. Weil ich denke, es war für uns alle ein bisschen einfacher dann. Ja. Und nächste Woche kommen dann zum einen die ganzen Singleplayer wieder. Und vor allem dann auch Guild Wars wieder. Bei dem wir ein bisschen hinterherhinken. Ich hoffe doch. Ja, ich denke, das kriegt ihr hin. Bei dem wir ein bisschen hinterherhinken, weil es einfach nicht ging. Durch welche Gründe auch immer.
Ist ja euer Projekt, nicht meins. Aber ich denke, es kriegt ihr hin. Na ja. Irgendwann in 10 Jahren. Ja, wenn ihr alt und grau seid. Genau. Ui, das war ein Monster-Lag. Ja, yeah, hatte ich auch. Server spackt mal wieder rum. So wie immer. Wahrscheinlich, weil jetzt so viele Maschinen dann so langsam laufen. Nee, sollte eigentlich nicht an den Maschinen liegen. Ich glaub doch, dass es eher am Modpack liegt. Ja, das ist kacke, wie du die Treppe da gebaut hast. Wollte ich nur mal so anmerken. Das ist kacke, welche Treppe. Weil du läufst ja genau gegen die Statuen. Ich weiß. Also setz die Treppe noch eins weiter rüber. Bin dabei. Und hier oben hätte ich gerne ein ganzes Stockwerk, also komplett ausgefüllt. Bis auf die Treppe. Bis auf die Treppe. Wow. Lag. Ja gut, dann habe ich ja eh mehr Platz. Ja. Gut, dann mache ich das nächste Folge. Oh, mein Mikrofon, Mikrofon angestoßen. Schon wieder? Schon wieder Folge zu Ende? Folge zu Ende? Keine Ahnung, ich schaue nicht auf die Uhr. Ja. Ja, gut. Sie sagt ja, dann müssen wir aufhören. Tut mir leid. Das fing jetzt aber echt an zu laggen. Hey. Ihr seid doch langweilig. Okay, gut. Wir langweiler hören jetzt mal auf. Also, alles klar. Tschüssi, bis nächste Folge. Tschüss.